Hey ihr Lieben, ich melde mich heute das letzte Mal ganz offiziell auf diesem Weg bei euch. Ich werde in Zukunft leider keine Videos mehr für CutNet aufnehmen können, einfach weil mir die Zeit fehlt. Ihr könnt aber trotzdem gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, wo ich immer wieder Videos poste oder mir auf meinen sozialen Netzwerken folgen bei Instagram oder Facebook. Und ich möchte heute zum Abschluss euch mein neues Buch vorstellen, nämlich Tochter Gottes, erobere die Welt. Das kam Anfang März raus. Und ich habe so ein bisschen drin geblättert. Und in dieser besonderen Zeit, in der wir gerade sind, mit diesen vielen, vielen Herausforderungen, denen wir uns gerade gegenübergestellt sehen, möchte ich euch ein bisschen was vorlesen aus meinem Buch. Ich finde, das ist wirklich ein Wort für diese Zeit. Ich wusste natürlich nicht, dass dieser Coronavirus kommt. Aber ich war beim Lesen immer wieder so tief davon überzeugt, dass Gott uns in Zeiten der Abgeschiedenheit führt, weil er gerade da, wo es uns schwerfällt und wo wir keine Ablenkungen haben, von ihm geformt werden können und vorbereitet werden können auf das, was er mit uns vorhat. Deswegen möchte ich dir zusprechen, wenn du gerade echt Probleme hast mit dieser Zeit der Abgeschiedenheit, wo soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert sind und du dich einfach nicht wohlfühlst damit. Diese Zeit kann wirklich eine Schatzkiste werden für dich. Diese Zeit kann die Zeit werden, wo Gott dir ganz, ganz frisch und ganz neu begegnet. Und diese Zeit kann für dich wie ein Sprungbrett werden in deine Berufung, in das, was Gott noch mit dir vorhat und mit deinem Leben. Und ich möchte dir jetzt kurz was vorlesen. Ein Leben im Verborgenen. Wüste muss jeder erleben, der Frucht tragen soll. Gott scheint die Lebensphasen im Dunklen, im Verborgenen, ernst und wichtig zu nehmen. Das neu erfundene Wort Instagram wurzelt in dem englischen Wort instantaneous, was sofort heißt. Aber Gott ist kein Gott des Sofort. Fast jeder Charakter in der Bibel durchlief eine Phase der Abgeschiedenheit, des Unverständnisses darüber, was Gott denn nun geplant hatte, und musste diese Spannung zwischen Verheißung und der Erfüllung der Verheißung aushalten. Willst du dein verheißenes Land sehen und entdecken? Willst du erleben, wie der Traum, der in deinem Herzen schlummert, Wirklichkeit wird? Willst du Abenteuer erleben, Leben in Fülle auskosten und übernatürlichen Frieden spüren? Dann führt dich dein Weg durch die Wüste. Aber hab keine Angst und keine Sorge, vergiss nicht, die Wüste in Gottes Reich ist der fruchtbarste Ort. Diese absolute und radikale Abhängigkeit von Jesus lernst du nur in der Wüste. Deswegen ist sie im Reich Gottes der fruchtbarste Ort. Was du hier lernst, ist von größter Bedeutung für deine Nachfolge. Umgehe die Wüste nicht, lass dich auf sie ein, lerne dort auf seine Stimme zu hören. Dein Leben wird sich verändern wie nie zuvor. Diese Zeit, durch die wir gerade gehen, ist wie eine Wüste. Es ist wirklich wie ein ödes Land. Und in dieser Wüste, in diesem unwirklichen Ort, kann neues Leben entstehen. Ja, Gott kann neues Leben schaffen in der Wüste. Und dieses Wort aus Jesaja, was wir jetzt so oft gehört haben als prophetisches Wort auch für dieses Jahr, dass Gott etwas Neues tut, ob wir es denn noch nicht sehen, dass er Ströme in der Wüste entstehen lässt. Und ich glaube und bin voller Hoffnung, dass das in deinem Leben passieren wird, dass das in meinem Leben passieren wird, dass wir erleben werden in dieser Zeit, die uns ganz viel abverlangt, dass wir erleben werden, wie Gott in unsere Wüste hineinbricht und Ströme des Lebens schickt. Und in diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden und danken, dass du dir meine Videos angeschaut hast hier bei CutNet. Und ich bin mir sicher, wir hören auf die ein oder andere Weise wieder voneinander. Ich segne dich im Namen von Jesus in dieser Zeit und über diese Zeit hinaus, dass du reiche Frucht bringen wirst für das Reich Gottes.